Servus Leute, 2022 ist vorbei und wir sitzen nur mit langen Gesichtern vor dem Bildschirm, da wir nicht Manolot spielen können. Einige von euch wollen mich sicher nach dem letzten Manolots Video steinigen, doch bevor er nun zum Wurf ansetzt, habe ich noch einige Neuigkeiten für euch. Willkommen auf dem besten Infokanal aus Österreich, wenn es um Clickbait geht. Okay, zweitbester Kanal, die Krone kann es besser. Heute ein neues Video zu Manolots und ein paar Neuigkeiten, um euch etwas die Wartezeit zu versüßen. Ich verfolge auf Twitter den Entwickler Slavic Magic und bin auf einen sehr interessanten Kommentar gestoßen. Ein Fan wollte wissen, wann die Demo-Version wieder zur Verfügung steht, da er nicht mehr länger warten kann, das Spiel erneut auszuprobieren. Und Slavic Magic hat daraufhin mit nicht mehr lange geantwortet. Die Zeitspanne kann jetzt natürlich sehr groß bemessen sein, aber ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später die Demo erneut spielen dürfen. Womöglich mit mehreren Neuerungen als in der ersten Demo-Version. Der Entwickler arbeitet intensiv am Spiel und zeigt auf seinem Twitter-Kanal gerne seinen Fortschritt oder Konzeptarts der Modelle von Figuren oder Häuser. Auf Steam wird die Information der Veröffentlichung für 2023 angegeben. Ein genaueres Datum gibt es zurzeit leider nicht und Slavic Magic sowie Hooded Horse halten sich diesbezüglich sehr bedeckt. Ebenso ist es noch unbekannt, in welchem Ausmaß die Demo präsentiert wird. Werden wir dieses Mal Gefechte führen dürfen oder ein größeres Dorf erbauen? Ich habe versucht, so viele Informationen zu sammeln wie möglich und bin auf viele interessante Themen gestoßen. Das Bermuda-Dreieck ist eigentlich ein Viereck, Arnold Schwarzenegger ist ein Mensch und kein Terminator. Und die Tauben auf dem Parlament haben bessere Umfragewerte als die Regierung. Aber keine einzige Info zum Release-Termin von Manolots. 2023 ist dann doch etwas ungenau und kann quasi noch ganze 11 Monate dauern. Lasst doch gleich ein Like da, wenn dir mein Content gefällt und um meine Arbeit etwas wertzuschätzen. Einerseits ist es ein gutes Zeichen, wenn der Entwickler sich Zeit nimmt, um das Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen. Andererseits kann eine längere Wartezeit die Geduldsspanne der Spielerschaft gewaltig auf die Probe stellen und der Hype könnte abreißen. Doch Slavic Magic versorgt uns mit anderen interessanten Informationen, um uns am Ball zu halten. Die erste schöne Info betrifft einige Gebäude. Und da wird das Herz der Schönbauer höher schlagen. Das Anwesen, welches wir schon in der Demo bauen durften, bekommt mehrere Elemente, welche frei positioniert werden können, um dem Gebäude einen einzigartigen und persönlichen Touch zu verleihen. Anscheinend können wir das bei mehreren Gebäuden machen, wie zum Beispiel bei der Kirche. Hierzu holte man sich anscheinend Inspiration von Foundation, dass Slavic Magic dazu auch ein Foto aus besagtem Spiel getweetet hat. Ob es Ornamente geben wird, ist noch immer unklar, aber davon gehe ich aus bei einem Städtebauspiel. Die nächste Information bezieht sich auf das Militär. Die Rüstungen sowie Waffen können selbst produziert bzw. über den Markt gekauft werden. Die Produktionskette dazu ist noch nicht bekannt, aber Eisen, Kohle und Holz wird vermutlich vonnöten sein, damit der Schmied daraus feine Sachen schmieden kann. Wer welche Waffen oder Rüstungen tragen kann, wird durch die Gebäudestufen geregelt. Sprich, ein Bewohner, welcher in einem Stufe 1 Gebäude wohnt, kann nur Ausrüstung der Stufe 1 tragen. Ihr könnt zwar alle Waffen und Rüstungen herstellen, wenn der Schmied das gewisse Level erreicht hat oder über den Markt kaufen. Aber wenn die Bewohner die Stufe nicht aufweisen können, werden sie zur Heugabel greifen und nicht zur Armbrust oder zum Langschwert. Das ist eine nette Lösung vom Entwickler und bringt auch einen taktischen Aspekt mit sich. Auch ein kleineres Dorf kann sich gut verteidigen, wenn die Bewohner eine hohe Stufe haben und daher starke Ausrüstung verwenden können. So kann eine feindliche Armee, welche in Überzahl ist, aber nur aus unerfahrenen Handwerkern und Bauern besteht, zurückgeschlagen werden. Was haltest du von den Neuerungen zu Manolots? Lass es mich wissen und schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Ich halte euch weiterhin auf den Laufenden. Stay epic with Play Epic. Pfiat euch!